Leute, Finger weg von Apex Legends, von Fortnite, vielleicht sogar Battlefield und viele andere Spiele aus dem Hause EA und so weiter und so fort. Das ist kein Witz, das klingt jetzt irgendwie nach einem Witz, das ist aber kein Scherz. Wer es mitbekommen hat, gestern bei den Global Series von Apex Legends in Nordamerika wurden verschiedene Profispieler mitten in den Global Series, als sie live auf Twitch und Co. waren, gehackt mit Wallhacks und so weiter und so fort. Und eventuell wurden da auch Schadsoftware-Programme, keine Ahnung, auf die PCs installiert und so weiter. Und man rät jetzt aktuell davon ab, diverse Spiele gerade für die PC-Spieler zu zocken. Ich zeige euch jetzt hier einen Bericht von GameStar. Und es kann tatsächlich eventuell nur die PC-Spieler betreffen, aber auch als Consolero wäre ich vorsichtig, vielleicht jetzt für die nächsten ein, zwei Tage einfach mal Abstand von bestimmten Games wie wenigstens Apex Legends zu nehmen und einfach mal abzuwarten, bis EA, Respawn und Co. sich zu Wort melden und sagen, hier, wir haben die Sicherheitslücke entdeckt und so weiter und so fort. Man sollte Apex Legends deinstallieren, Hack von unbekanntem Ausmaß, schockt die Shooter-Szene und so weiter und so fort. Und hier wird beschrieben, dass mitten in den Global Series in Nordamerika verschiedene Profispieler gehackt wurden. Bevor ich gleich dazu komme, warum man glauben könnte, dass auch Fortnite und Co. betroffen sind, zeige ich euch mal kurz einen Clip aus den Global Series. Achtung! Flash, where? Black Bullet here, on my ping. I knocked him there. Wait. Wait, what the f what the fuck? Don't worry about it, don't worry I'm about getting it. Hacked, I'm getting hacked! But I know, it's sure. Can you play the game? Bro, I'm getting hacked! I know, but can you play? Can you play? Yeah, but it's cheating! The fuck? I know, it's sure. I know. And what? Like what? No, but is it fucking up your game? Yes, I can see everyone. Like I'm. Noch Fragen? Echt heftig. Also du siehst, dass Gen Burton hier mit einem Wallhack auf einmal belegt wurde und er kann sich einfach nicht dagegen wehren. Auch Imperial Hall war betroffen, konnte man auch, wenn er auf X einfach Apex Legends und Hack eingibt. Ihr findet da so viel Gameplay-Material, das ist absolut finster. Es gibt Empfehlungen, Apex Legends zu deinstallieren. Laut dem bekannten X-Account Anti-Cheat PD ist es unklar, ob sich dabei um Ob es sich, da fehlen irgendwie so ein paar Buchstaben, ob es sich dabei um eine Sicherheitslücke im Spiel bei Apex Legends handelt. Es kann aber auch das Easy Anti-Cheat-System sein. Und dann kommt nämlich weiter im Text. Anti-Cheat-PT empfiehlt, keine Spiele mehr, die von EA stammen oder Easy Anti-Cheat nutzen zu spielen, da die Hacker in der Lage sind, Cheats bei den Profis zu installieren und können damit höchstwahrscheinlich auch alle anderen PCs mit jeglicher Schadsoftware infizieren. Und hier weiter unten steht es dann nämlich auch, dass zum Beispiel Fortnite betroffen sein kann, Battlefield und so weiter und so fort. Und hier gibt es noch eine längere Liste von Spielen. Spare ich mir jetzt da drauf zu klicken. Also, ihr solltet die ganze Geschichte gerade sehr, sehr ernst nehmen, wenn ich mehr erfahre, ob es da wieder grünes Licht für die ganzen Spiele gibt, was da überhaupt gerade das Problem ist. Erfahrt ihr das definitiv von mir? Also grünes Licht ist sowieso ganz wichtig. Sobald ich das erfahre, versuche ich da ganz schnell ein Video drüber zu machen. Gibt es da Informationen? Liegt es an Apex? Liegt es an EA? Oder ist es das Anti-Cheat-System? Eigentlich für die Allgemeinheit müsste man jetzt hoffen, lass es bitte nur Apex Legends sein, weil das Anti-Cheat-System, das benutzen verdammt viele Games. Das bedeutet, viele, viele PC-Spieler weltweit sollten jetzt die Finger von ihrem PC lassen. Ansonsten ist er eventuell Schrott. Wie gesagt, wie das für PlayStation, Xbox und Co. aussieht, kann ich aktuell leider nicht sagen. Wird auch hier nicht beschrieben. Ich gehe eher von PC-Spieler-Problemen aus. Vorsichtig wäre ich trotzdem, vielleicht einfach mal ein, zwei Tage die Finger vom Game lassen. Einfach mal in die frische Luft gehen, ist auch nicht schlecht. Vielleicht mal wieder Tageslicht zu Gesicht bekommen, ist ja auch mal ganz gut. Ein paar Pigmente haschen, es wird wärmer. Holt die, na, das sage ich jetzt nicht raus. Ihr wisst auf jeden Fall Bescheid. Also nehmt diese Geschichte bitte, bitte ernst. Verfolgt entweder meinen Kanal, verfolgt auf X einfach die ganzen. Ihr braucht es eigentlich nur googeln, ihr findet da so schnell was. Schaut auf jeden Fall immer mal regelmäßig auf X vorbei, auf verschiedenen Kanälen, keine Ahnung. Und ansonsten halte ich auf euch auf jeden Fall, meine Fresse, Sprachfasching des Jahrtausends. Ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden, wenn es Neuigkeiten gibt. Das war's von mir. Und schreibt in die Kommentare, falls ihr schon mehr vielleicht wisst oder noch irgendwas anderes wisst, was hier vielleicht für dieses Video noch wichtig ist. Dann schreibt es in die Kommentare, um alle anderen auch ein bisschen auf dem Laufenden zu halten. So, das war's jetzt von mir. Rein, ciao.